Brad, geistreich. Alex, Bruder, unschuldig. Okay. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Man of Medan. Ja, jetzt bei einem lustigen Bootstrip, wie es aussieht. Motiviert, Alex, Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Jetzt kommen diese furchtbaren Charaktere. Kennt jemand Until Dawn? Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Ne? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Ja. Nicht sagen, unsicher, das ist peinlich, nachtragend, ich musste arbeiten. Ich sag mal nix. Ist auch noch auf Zeit hier, Schweine. Tja, egal. Laden wir alles ein. Was willst du auch dazu sagen? Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Nicht sagen, vorwurfsvoll, ich wurde eingeladen. Unbehaglich bin ich gut mit hier. Unbehaglich, glaube ich. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Hm, toll. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Schon 2 Wochen her. Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Okay, oh Gott. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, mhm. Zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Denk darüber nach, hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's. Oh Gott. Dir schon. Oh Gott. Hey! Oh Gott. Begeistert. Julia, Konrads Schwester, Alex, Freundin, unvorsichtig. Und Konrads, Julias Bruder, tollkühn, entspannt. Ach du liebe Zeit. Hey! Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Mm. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Entspannt, ja cool. Zögerlich, ich werde seekrank. Ich sag mal nix. Weil mal nix sagen. Brad? Bradley? Ray Bradleberry? Nur ein Mittel macht dich seefest. Das aus der Flasche. Davon muss ich kotzen, nur eins. Nee, wir machen mal, davon muss ich kotzen. Nee, Mann. Die Schweinerei, die willst du echt nicht sehen. Na gut. Bist du schon mal getaucht? Schon oft, noch nie. Sag mal die Wahrheit. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Okay, soll ich mal kurz RB drücken? Soll ich mal gucken? Ist doof, dass man das unterbrechen muss, aber irgendwie scheint sich ja hier einiges zu ändern. Konrad, das ist alles so ein bisschen mittel, das ist okay. Kann ich hier, LB, RB, Geheimnisse? Och, du liebe Zeit. Kursrichtung. Neu, Antrag. Brad sagte Alex auf seinem Bauch zu hören. Oh Gott.
Oh Gott. Bilder, Brad. Können wir jetzt nur Brad gucken? Beziehung von Brad mit Konrad ansehen, navigieren. Ja, alles klar. Okay, ja. Gucken wir später nochmal. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ungeduldig. Fliss, Kapitän der Duke of Milan, mutig. Oh Gott. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Sympathische Charaktere, ne? Richtig Klischee. Wenn es dir recht ist, Captain. Oh Gott. Oh, richtig sympathisch alle. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad weiß, was er tut. Brad war so sicher. Brad glaubt man an seinen Bruder. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Wow, hey, sieh mal an. Was ist? Sieht aus wie ein Bomber. Zoom mal ran. Oh ja, todsicher eine B-29. Ist doch gut, oder? Sind Kätzchen gut? Oder Mini-Pferde? Brad. Ey, ich hab's drauf, Bro. Kleinen Siegestanz gefällig? Komm sofort. Oh yeah. Oh nein. Oh yeah. Oh Gott. Und? Also die B-29 war eine Festung. Die Dinger wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut, konnten in großer Höhe fliegen und sogar mit Atombomben bestückt werden. Und? Die waren echt total krass. Oh, sowas von krass. Mein Gott. Sorry. Ja, Nerd-Alarm. Nur weiter, Mann. Oh. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach, ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Wen juckt's? Wir sind mal freundlich, ne? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Hm. Unberührt. Ich lese mir mal alles über die B-29 durch. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt noch mal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Ja. Machen wir. Meine Güte, man kommt ja kaum zu Wort. Ja. Das Ganze soll... Ja, ich weiß schon, dass ich gehen kann. Das Ganze soll ja eine Trilogie, glaube ich, sein. Der zweite Teil ist auch schon raus. Durch die Öffnung können wir gucken, wie wir das durchkriegen. Dann vielleicht nehmen wir uns den zweiten auch noch vor. Was haben wir hier Schönes? Ich finde die Charaktere einfach... Oh Gott, furchtbar. Wir werden trotzdem versuchen, sie alle irgendwie am Leben zu lassen. Aber oh mein Gott. Wow, unsympathischer geht's ja kaum noch. Okay, wir gucken uns hier mal um. Mhm. Spannend, okay.
Süßer. Huch. So, was haben wir hier? Ja klar, erstmal rumschnüffeln. Felicite Dubios. Du Boys, Dubios. Ja, ja, auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch Dive Master Federation. Okay, alles klar. Sie hat also eine Lizenz hier. Ich leg es wieder hin. Was? Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Okay. Können wir mit ihr reden? Mist, ich hab auch gar nicht drauf. Jo, Brüderchen. Was da drauf stand. Howdy. Oh, ist da so ein Bild hier? Was haben wir denn hier? Hä? Vorahnung freigeschaltet. Gucken wir nochmal. Das ist Brad in irgendeiner Kajüte. Und das ist es? Gestrandet. Inwiefern soll uns... Ja, wir werden sehen. Inwiefern uns das helfen wird. Okay. Na. Wo ist denn unser Bruder? Hier ist auch noch was. Zu, okay. Mhm. Ach, da ist der. Hier war der drin, ne? Warte mal. Geh mal da rein. Kannst du da rein? Nee. Aber hier war der irgendwie drin. Okay. Na, dann reden wir mal mit ihm. Alles senkrecht? Mann, unglaublich. Wir haben das Flugzeug gefunden. Ich hatte so meine Zweifel. Logisch. Aber alles nur mit einer blassen Ahnung und viel Beten? Und etwas Websurfen. Mann, ich kann's kaum erwarten, was wir da alles finden. Hm? Ich bring dir was mit, was da unten wohl ist. Wenn da unten irgendwas Cooles ist, bring ich dir das mit. Aber kein Wort zu Captain Spaßbremse. Ich weiß, Fliss hat Regeln. Aber so ein kleines Andenken aus meinem ersten Wrack wäre schon so richtig cool. Denk an die Kamera. Kein Foto, kein Beweis. Okay. Wonach soll ich suchen? Wir sehen uns alles zusammen an. Okay, Professor. Irgendwelche guten Tipps nach, was wir suchen sollten? Vielleicht nach etwas, das uns verrät, was für eine Mission sie hatten. Okay, Jungs, bis später. Die Klar. Flaschen warten auf euch. Danke fürs Vorbeikommen. Gern geschehen. Ob das gut war oder nicht, das weiß ich nicht. Es beeinflusst ja uns. Aha. Es beeinflusst ja anscheinend auch die Beziehungen von jedem hier. Und ob das dann nachher Leben rettet? Wir werden sehen. Okay, können wir nochmal mit ihr hier reden? Mit Captain Fliss? Hi. Ist sie so? Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Sorry wegen vorhin. Wir haben hierfür bezahlt. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Habe Erfahrung im Wrack? Die Papiere sind falsch. Ich denke mal, wieso haben Erfahrung, oder? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wer weiß davon, kapiert wie viel. Ich sag mal nix. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Klar.
Wow, das ist ja ein richtig sympathischer Haufen. Die Stimmung hier ist ja grandios. So, dann gucken wir. Ja, ich weiß, ich gehe da gleich hin. Ich gucke erstmal hier. Okay. Wow, Steine und unter Wasser, okay. Ja, nimmt dieses Flugzeug halt. Ich glaube, die haben es schon gesehen. Na ja, gut, dann tun wir die weg. So, hier haben wir nur ein paar Flaschen. Das Fernglas haben wir schon gesehen. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Yay. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute. Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Man würde so gerne andere Antworten geben. Nehmen, nehmen. Was denn? Ein Stock oder eine Kamera? Hab den Bangstick. So gut, Kinder. Das habe ich schon gehört. Hab die Post. Aha. Schon mal benutzt? Bitte die Regeln nicht. Nö. Julia nehmen? Hä? Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Du liebe Zeit. Da platzt der Bugkabine glatt ein Bullauge. Man wird so gerne andere Antworten geben, aber wir wollen die ja retten. Oh Mann. Wir sind immer freundlich und zuvorkommend. Hoppla. Alles gut? Mehr oder weniger? Tschö. Oh. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Du kannst mich mal, würde ich das sagen? Entspannt, missbilligend. Nein, ich muss mich konzentrieren. Du bist der Captain. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Geht dich nichts an. Lange Geschichte, frag eine Lady nie nach Geld. Ja, genau. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Wäre mir ein Vergnügen, ich habe zu viel um die Ohren. Ja, ich sag mal so. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern.
Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Hm? Ei, ei. War's gut oder schlecht? So, dann guck mal auf dein Wetter. Wetter ist gut. Wetter ist gut. Okay. Alles klar. Dann lass das mal an. Wetter ist gut. So. Wir können ja mal runtergehen, ne? Kann sie auch auf das Bild gucken? Ist das dasselbe? Oh, bei ihr bringt das gar nichts. Okay. Ich dachte, sie sieht jetzt vielleicht was anderes oder so. Ja, bevor wir mit ihm reden, gehen wir erstmal rumschnüffeln. Ist ja unser Schiff. Au, geh mal rein. Au. Warum behalte ich die bloß? Okay. Können wir noch mal RB, Bilder. Das ist neu, ne? Haben wir schon welche übersehen? Kann ja gar nicht sein eigentlich, oder? Wer war da auf dem Boot? Und jemand schießt. Oder will schießen. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, erstmal rumschnüffeln. Ein Parfum. Was macht sie denn da? Einfach in den fremden Sachen wühlen? Shroud of Innocence. Hm, schönes Buch. Ich hoffe, das waren deine Sachen. Okay, können wir hier rein? Oh, da ist noch eine Schublade, habe ich gesehen. Nee, hier können wir auch nicht rein. Ja, mach. Nein, nimm das. Entschuldigung, nein. Kannst du... Ja, nun zieh. Ja, ja, das ist sie. Kontonummer. Mhm. Sehr geehrte Frau Dubois, mit diesem Schreiben weisen wir Sie formell darauf hin, dass Sie mit der Tilgung Ihres persönlichen Darlehens im Rückstand sind. Die Restschuld beträgt gegenwärtig 24.783 Dollar. Am 01.08.2019 war eine Tilgungsrate in Höhe von 3.481 Dollar fällig. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben mehrere Zahlungsaufforderungen sowie Gesprächsangebote hinsichtlich einer Umschuldung ignoriert. Sollte der fällige Betrag nicht am 30.08.2019 bei uns eingehen, sehen wir uns gezwungen, die Zwangsversteigerung Ihres Sicherungsobjekts, der Motorjacht Duke of Milan, zu beantragen. Bitte handeln Sie dementsprechend. Mit freundlichen Grüßen, Charles Keran, Kundenberater. Alles klar, Madame. Haben wir die Raten nicht gezahlt? Das ist aber nicht gut. Hi. Hey. Alles okay? Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Was heißt, was weißt du? Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Kannst du gut mit deinem Bruder? Wo sind sie sonst noch getaucht? Kannst du gut mit deinem Bruder? Schon mein ganzes Leben. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Alles klar, ihr Lieben. Und jetzt haben wir gerade mal eine Möglichkeit, uns hier in dieser Folge zu verabschieden. Ich glaube, das wird nicht sehr oft der Fall sein, weil das geht ja doch alles sehr eins in eins über hier. Deshalb sage ich, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und sage bis bald im alten Eulenwald, wenn wir gucken...
Sie ist auch schon voll genervt. Oder sie muss niesen, man weiß es nicht. Wenn wir sehen, was auf diesem Tauchgang alles noch passiert und was diese sympathischen Kollegen hier erleben. Und ich sage, bis bald. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.